mal die Rubine ein. Habe ich das schon mal hinter mir. Und hol schon mal was anderes Tolles. Aber erstmal gehe ich hier rein. Geh mal weg. Hier rein. Yay! Ah! Ah! Gib's mir Stein! Boah! Ist der Stein cool! Oh, okay. Aha. Wo ist die Frau hin? Stirb, Frau! Schade, ich wäre zu weit. Autsch. Was ist da? Cool, ich kann dagegen rollen, wie langweilig. Ich kann sogar Saltos. So, ich kann mich jetzt wieder abvisieren. Hallo. Weißt du, wie ich mich abvisieren kann? Ah, es geht doch. Das ist auch so ein dickes Ausflug. So. Durch den Baum hindurch, durch den Baumstamm, besser gesagt. Und geh mal hier vorbei. Eine Pflanze. Kann ich die Pflanze auch rammeln? Nö. Aber er stöhnt dabei. Okay, er rammelt die Pflanze. So. Verändere die Blickrichtung. Du jederzeit möglich für einen Bildschirm mit Z. Wenn ich Z drücke, passiert aber nichts. Mit F, was ist Z auf. Auf dem Emulator. Egal. Ich gehe nochmal hier rein. Ja, gehe ich um die Ecke. Da ist eine Truhe. Öffne ich die mal. Hallo Truhe. Ich hab sie. Das Kokiri-Schwert. Wähle es mit A im Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Okay, Meister. Yay! Bams. Ich kann mir sogar Schilde kaputt machen. Haha, die Schilde wurden mühsam angearbeitet und ich werde sie einfach zerstören. Ich kann sogar hier sowas. Bam. Und da vorne die Pflanze. Bam. Wir haben keine Chance gehabt. Ich brauche 40 Rubine, ich habe aber erst 23. Schande. Wenn ich hier gleich hier vorne alles auseinandernehmen. So. Guck, guck. Wey. Bam. Ich kann mich drehen. Ich bin ein Hubschrauber. Manchmal können Schilder auch was fallen lassen, deswegen töte ich die hier. Vielleicht doch. Blauer Rubin. Hier waren auch Rubine, oder? Nö. Ich brauche noch mindestens 6 Stück. Den anderen hole ich woanders. Okay. Okay. Ja, nee. Kannst mir mal helfen, die Schelle kaputt zu machen, statt hier rumzurammeln? Echt perverses Spiel. Was ist da hinten? Noch ein Stein. Schon wieder ein Perverse, aber diesmal mit der Pflanze. Unmöglich. Der hat auch keine Hemmung, der Typ.
Ja, noch ein, komm schon, irgendwo muss es doch. Geht doch. Und jetzt hole ich mir noch den anderen Rubin da hinten. Muss ich hier hoch ganz, ne? Ja. Weil da hinten gibt fünf Rubine hier, der blaue, und deswegen hole ich mir den. Und wieder runter und hooray. Oh, da gab auch fünf. Ja, ich weiß es. Mit Z schaust du dich an. Hallo. Gut gemacht. Dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass du auch endlich einen ständigen Begleiter hast. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Flieg deine Fee zu einem Objekt oder eine Person, drücke Z. Das ist mir scheißegal, ich möchte weiter. Tschüss. Ah, hier ist der Laden. Ja. Da. Kaufen. Das, der Deko-Schild. Geh in das Ausrüstungsmenü. Ich weiß, habe ich eben schon gemacht, wie gesagt. Ja, los. Nein, mir will ich nicht kaufen. La 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 la. Bam, und jetzt habe ich auch das Schild. Autsch. Ja, schwimmen wir mal eben durch. Ey, du da. Bevor du zum Deko-Bomb darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild zu ausrüsten. Hey, was ist das? Du besitzt einen Deko-Schild? Und auf deinen Rücken trägst du ein Schwert? Unglaublich, es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deku. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun auch der Deko-Bomb so viel Vertrauen zu dir haben? Grommel, Grommel, fick dich. La 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 la. Die ersten bösen Feinde. Und was finde ich? Einen Stab. Ich habe einen Stock gefunden. Wunderschön. Und dort vorne ist der Deko-Baum. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Mr. Moore. Höre nun die Worte, die ich der Deko-Baum dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener dem Bösen zu neuen Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Mr. Moore, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch, lass ihn auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja. So sei es. Tritt ein, tapferer Mr. Moore. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Mr. Moore. Und du, Mr. Moore, hör mit Dreieck Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Schön, dass du die Nintendo-Steuerung kennst, mein lieber Baum. Mach ich zuerst mal da vorne die Pflanze kaputt, weil Stärke brauche ich, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Das kann ja was werden, ey. Da kommen hier die ersten. Unsere erste Mission, die ersten Rätsel, und ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Also, das kann was werden, ehrlich jetzt. Okay, auf geht's in den Baum und dann sehen wir uns gleich nachher oder irgendwann mal wieder am nächsten Part wieder. Von The Legend of Zelda. Bis dann, wünsche euch Mr. Morgame im Deko-Baum. Bis dann.